Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder besonders, die Ulrike Eder von Deine Ernährung hier neben mir digital sitzen zu haben. Hallo liebe Ulrike. Hallo Silke. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, wieder mit mir über ein wichtiges Thema zu sprechen. Ihr seht ja hinter der Ulrike schon ein paar Unterlagen von der Ausbildung für Deine Ernährung. Ihr bietet ja auch eine Fernausbildung zum Ernährungsberater an mit Schwerpunkt Rohkost. Ihr seht da hinten auch ein paar Module. Da gibt es auch, finde ich, ein sehr wichtiges Modul, körperliche Entgiftung. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Ich werde das Video auch mal oben in den Infokarten verlinken, falls sich jemand dafür interessiert. Und den Link zur Ausbildung, wer sich da mehr Informationen beschaffen möchte, den findet ihr auch unter diesem Video. Ulrike, es geht ja auch darum, es gibt ja so viele Ernährungslehren, ja, so viele, gerade wenn man sich mit gesunder Ernährung beschäftigt und dann irgendwann mal da gerade im Internet eintaucht. Und da fühlt man sich ja vielleicht doch manchmal erschlagen. Oh Gott, was mache ich jetzt am besten? Was ist jetzt wohl das Beste? Es gibt da wirklich verschiedenste Lehren schon seit Jahrzehnten. Und das kann natürlich auch viele Menschen verwirren, gerade die jetzt sagen, Mensch, ich muss irgendwas ändern, ich habe gesundheitliche Probleme. Welche Ernährung ist denn jetzt am besten für mich? Ne? Und viele springen dann vielleicht manchmal zu starr in irgendeine Ernährungsrichtung rein und merken gar nicht damit, dass es eher kontraproduktiv ist, dass das gar nicht so wohltuend auf längere Zeit ist. Und da würde ich gerne mal so die Frage an dich abgeben, was ist deine Erfahrung damit? Ihr habt ja auch zum Beispiel bei eurer Ausbildung deine Ernährung Teilnehmer, das ist breit gefächert, manche da sind schon Rohköstler, Veganer dabei, manche die fühlen sich einfach von den Materialien, was sie sehen bei euch, einfach so angesprochen. Und ja, was ist deine Erfahrung so? Wie reagieren die Menschen oder was kannst du meinen Zuschauern mitgeben? Ja, also ich finde es ganz spannend, dass wir da doch bei einem Thema sind, was irgendwie ein ganz so großes Anliegen von mir ist, weil vor vielen Jahren, als ich den Blog Deine Ernährung begonnen habe, habe ich ja dann ganz fest überlegt, wie möchte ich denn den Blog nennen? Damals, da war ja noch lange nichts mit Ausbildung irgendwie in Planung oder in Vision. Und da bin ich von dem Namen Deine Ernährung nicht weggekommen. Also zum einen finde ich es schön, dass man bei dem Namen gleich erkennt, um was geht es. Und dieses Deine Ernährung, obwohl ich damals schon völlig fasziniert und glücklich war mit der Rohkosternährung, wollte ich es Deine Ernährung nennen, weil ich es das Wichtigste finde, dass jeder seine Ernährung findet. Und ich bin auch ganz glücklich, dass dieser Name, Deine Ernährung, bis zum heutigen Tag den gleichen Stellenwert hat und sich auch bewährt hat, eben, dass es am Ende das Wichtigste ist für sich, die richtige Ernährung zu finden. Und so erleben wir es auch eben jetzt zur Frage bei unseren Ausbildungsteilnehmern so ganz breit gefächert eben. Und als Extrembeispiele, dass eben manche sehr unbedarft, also auch noch wenig informiert sind, wie funktioniert eigentlich mein Körper und was ist eigentlich eine gesunde Ernährung, einfach gewisse Expertenmeinungen, Lehren blind übernehmen oder wie der andere dann zu sehr kopflastig werden, indem sie nicht mehr aufhören können, sich zu informieren, was ist das Beste und was ist richtig und dann komplett über den Kopf irgendwann nur noch entscheiden, das ist noch gesünder, jetzt muss ich das noch machen, das noch machen. Und beide Wege, ich finde es dann eben so schade, weil wenn man schon beginnt, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, ist ja allein das schon mal ein Geschenk. Also da eröffnet sich ja schon eine neue Welt des Essens. Und es ist dann eben so schade, wenn der Weg so kompliziert wird. Oder wir hatten auch schon mal von Ausbildungsteilnehmern die Frage, ja, ihr habt hier etwas stehen, was Dr. Switzer sagt und der Brian Clemens sagt hier ein Gegenteil oder Anthony William, was stimmt denn jetzt eigentlich? Ja, was jetzt? So, ja. Gell? Und das, also würde ich mir nie anmaßen zu sagen, das und das und das stimmt, sondern das ist eben dann die große Herausforderung, die für jeden bleibt, für sich letztendlich zu erkennen, was stimmt für mich. Das ist manchmal ein bisschen, also wenn man jetzt ein Mathematikstudium macht, da weiß man einfach, 5 und 5 ist 10, fertig, da gibt es nichts zu diskutieren. Und das ganz extreme Gegenteil ist eben die Ernährung.
Und was ich dann eben so ganz, ganz wertvoll finde, oder das Allerwichtigste ist, dass man aus diesem Thema so ein bisschen die Anspannung rausbringt und dass man sich dann die Frage stellt, warum möchte ich mich denn jetzt gesünder ernähren? Ich möchte mich jetzt nicht gesünder ernähren um der Ernährungswillen, also dass ich da irgendwas erfülle, damit die Ernährung gesund ist, sondern das Ziel ist ja letztlich Gesundheit, Wohlbefinden, dass ich mich schön finde, wohl finde, fühle, vital. Und deswegen wollen wir es ja machen, gell? Und das finde ich dann wieder so total spannend. Da ist nicht alleine die Ernährung ausschlaggebend, weil wenn jetzt mein ganzes Umfeld nicht stimmt, ich einen Lebensstil führe, der hinten und vorne nicht stimmt. Also ganz, ganz wichtig ist, ich bin viel in Bewegung, ich bin in der Natur und ich führe auch ein relativ ausgeglichenes Leben, also nicht stressig, nicht konfliktbeladen und nicht voller Glaubenssätze, sagen wir mal, also enge Glaubenssätze, enge Vorstellungen. Das spielt ja alles ganz stark mit rein. Weil wenn ich mich jetzt ganz perfekt ernähre, sagen wir mal, ich habe jetzt für den heutigen Tag die perfekte Ernährung, aber ich reg mich über meinen Partner auf oder über einen Nachbar und ich bin den ganzen Tag nicht an der frischen Luft und der ganze Lifestyle stimmt nicht, dann nützt es nichts. Oder ich bringe so einen Stress in meinen Alltag rein, weil ich ja, heute muss ich ja noch 500 Milliliter Selleriesaft machen, dann muss ich nach, ich muss alles und bin dann gestresst und habe zum Schluss noch ein schlechtes Gefühl, weil ich es eigentlich irgendwie dann doch nicht hingebracht habe, weil ich den ganzen Tag super ernährt habe und am Abend habe ich noch Schokolade gegessen oder irgendwas. Also man macht sich nur schlechte Gefühle. Also das alles spielt ja rein. Und ich finde, da kann man ja dem Ganzen ganz viel Entspannung geben, indem man sagt, ja, alle Puzzleteile anschauen und schon mal ein bisschen schauen, auch ein ausgeglichenes Leben führen. Und dann hat die Ernährung, ist dann nur ein Teil davon und ist nicht so wichtig. Das finde ich ganz wertvoll. Also ein super tolles Beispiel sind ja eigentlich der Jürgen und ich. Der Jürgen, der kann nämlich die Entspannung, die Ausgeglichenheit zelebrieren, der in der Natur und die Bewegung, das hat bei ihm vielen höheren Stellenwert. Er liebt es auch, sich gesund zu ernähren und insbesondere sich von mir inspirieren zu lassen. Aber das wäre jetzt nicht sein allerwichtigster Part. Und bei mir ist es dann eher umgekehrt. Bei mir ist ja die Ernährung alles und ich muss immer gucken, war ich heute schon, habe ich mich schon bewegt und war ich schon in der Natur und so weiter, weil ich hier ganz gern stressig hier vor dem PC sitze und arbeite. Und deswegen schaue ich vielleicht mache ich aus schlechtem Gewissen so viel für die Ernährung, weil die anderen Teile nicht so sehr stimmen. Gell? Aber es wäre ja völlig falsch, wenn ich mir anmaßen würde, der Jürgen ernährt sich nicht so gesund. Und wenn ich nämlich ganz genau hingucke, ist er mindestens so gesund wie ich. Das finde ich ganz interessant, weil das macht man ja auch oft, gell? Dass man sich anmaßt und denkt, oh Gott, wie der sich ernährt. Und man guckt ja aber das ganze Leben gar nicht an. Mhm. Wie lebt der insgesamt, diese Ausgeglichenheit? Und das ist eben so das Spannende, wenn man entspannt lebt, das ist eigentlich, das liebt der Körper ja am allermeisten. Gell, dieses Stressige, weil unser Körper, seine Hauptaufgabe ist ja eigentlich Balance. Balance, seine Hauptaufgabe ist ja die Homöostase, die Ausgeglichenheit. Er strebt eigentlich, würde ich mal sagen, in jedem Moment zu Selbstheilung. Also in jedem Moment strebt er Ausgleich und Selbstheilung an, wenn wir den Körper dabei nicht stören. Das finde ich so sehr schön. Unser Körper, wir können eigentlich das vollste Vertrauen in unseren Körper haben, dass er in jedem Moment zur Selbstheilung fähig ist, wenn wir ihn dabei nicht stören. Zum Beispiel durch Stress, durch Anspannung im Kopf, letztendlich Glaubenssätze, Anspannung. Oder, sagen wir natürlich dann schlechte Ernährung,
Und da kommen wir dann zu dem Punkt, was ist so meine Überschrift bei Ernährung? Wie kann ich mich so ernähren, dass so viel wie möglich Nährstoffe in meinem Körper ankommen und so wenig wie möglich Stoffe, die mein Körper nicht braucht? Das ist so die Überschrift. Wie schaffe ich das? Dass so viel wie möglich Nährstoffe in meinem Körper ankommen und so wenig wie möglich, wie er nicht braucht. Und da kann man sich dann, finde ich, so die Lehren anschauen, wie was sagt Arnold Ehret, was sagt Anthony William, was sagt Dr. Brian Clement, was sagt die Ernährung 80-10-10. Und da finde ich so, wenn wir jetzt be beginnen beim Arnold Ehret, der sagt ja, die größte Unsitte ist die Völlerei. Und das ist auch, also alleine, wenn man schon beginnt, nicht zu viel zu essen, dann ist es auch schon ein Segen für den Körper. Also Menschen, die wenig essen und vielleicht gar nicht so optimal, da kommt der Körper besser damit zurecht, als wie immer dieses ganz, ganz viele. Weil wenn es jetzt nicht so viel ist, dann kann er das doch noch so gut wie möglich verstoffwechseln und wieder ausscheiden. Wogegen, wenn das einfach viel zu viel ist, was wir jeden Tag essen, ist immer belastend für den Körper. Also Silke, muss ich sagen, aus heutiger Sicht finde ich Arnold Ehret sogar genial. Weil also ich liebe es immer gern, so die Hauptaussagen rauszuholen. Und seine Hauptaussagen sind, also die größte Unsitte ist die Völlerei und die zu eiweißreiche und zu fettreiche Ernährung. Und in dem Moment, wo ich dann weitergehe und sage, die schleimfreie Ernährung nach Arnold Ehret, da war es bei mir vor Jahren so, dass ich mir gedacht habe, oh nee, also das geht mir jetzt wirklich zu weit. Und habe das dann innerlich abgelehnt, weil ich ja eh schon immer auf dem Gesundheits- und Ernährungstrip bin. Und jetzt schleimfreie Ernährung nach Arnold Ehret, da hatte ich irgendwie im ersten Moment, habe mir gedacht, nee, das geht mir jetzt echt zu weit, also das brauche ich jetzt nicht, gell. Und aus heutiger Sicht, wo ich mich einfach nochmal tiefer damit beschäftigt habe, habe ich eine absolute Entspannung reingebracht. Weil dieses Schleimfrei, das hört sich für mich extrem an irgendwie. Aber wenn man ganz genau guckt, Schleimfrei ist fast ähnlich mit basenbildend. Weil wenn wir jetzt weniger Eiweiße und weniger Fette essen, ja, weil diese Säurebildende ist genau das Schleimbildende eigentlich. Weil wenn du dir anguckst, die Säure-Basen-Tabelle, alle Lebensmittel, die viel Fette enthalten, sind säurebildend und die sehr viele Eiweiße haben, sind auch säurebildend. Und da finde ich so eine ganz große Entspannung, wenn ich sage, okay, ich orientiere mich eigentlich an der basenbildenden, frischen, pflanzlichen Ernährung, dann bin ich eigentlich fast bei Arnold Ehret. Und das sagt ja auch du und der Henry immer wieder. Man sollte ja sowieso auf gar keinen Fall sofort in eine hundertprozentige schleimfreie Ernährung einsteigen, sondern es ist ja sehr gut, wenn man da auch jongliert und wenn man dann spürt, also umso schleimfreier, umso basenbildender die Ernährung wird, umso mehr Entgiftung kann stattfinden. Und dass man dann eben sehr schön mit fetthaltigen Lebensmitteln oder eiweißreichen Lebensmitteln die Entgiftung jonglieren kann, so, gell? Weil man spürt ja manchmal, wenn die Entgiftung irgendwie zu stark wird, dann wird man irgendwo unruhig im Körper oder hat man irgendwelche Entgiftungserscheinungen wie Kopfweh oder so. Und das kann man dann sehr schön wieder runterregeln, indem man dann eben Fette und Eiweiße reinnimmt. Und ich finde es halt dann ganz wertvoll, dass man, sagen wir mal, den Weg beginnt, aber vielleicht nicht zu hoch anstrebt. Aber da kann man ganz, ganz stark, also das habe ich jetzt für mich erlebt, im Vertrauen sein. Wenn man den Weg locker beginnt, dann geht es automatisch in eine Richtung, die irgendwann positiv ist. Also dann wird, weil wenn man beginnt, basenbildender, wasserreicher, leichter sich zu ernähren, dann kann eben stetig eine sanfte Entgiftung stattfinden. Und umso gereinigter der Körper wird, umso wahrhaftiger wird das Empfinden zum eigenen Körper. Und umso wahrhaftiger kann ich dann eben spüren, was tut mir wirklich gut.
Da hast du natürlich jetzt ganz viele interessante Aspekte mit reingebracht. Als bisschen viel, gell? Nein, also alles, ich kann jedes Wort unterstreichen, das ist wirklich sehr wertvoll für meine Zuschauer. Ich fand es auch ja schön, dieses Beispiel mit dir und Jürgen. Und das sieht man mal. Es gibt, also die Ernährung ist schon eine wichtige Säule der Gesundheit, aber nicht die einzige. Und es kommt auch mal darauf an, wo die Gewichtung ist. Wenn sich jemand viel in der Natur draußen bewegt, also bewegt in der Natur und auch entspannt ist, so wie es der Jürgen macht, dann kann man das wieder ausgleichen, wenn die Ernährung nicht ganz so optimal ist oder wenn es einem nicht ganz so wichtig ist. Ne? Also ich finde, da muss man schon mal ein bisschen genauer hinschauen. Und ich finde es so schön, wie du sagst, ich kann mir doch jetzt hier nicht Jürgen sagen, er ernährt sich so schlecht, aber er entspannt dafür besser und ist viel mehr in der Natur unterwegs. Und Also Jürgen ernährt sich ja nicht schlecht, gell? Aber er ja, nimmt es nicht aber so wichtig. Er nimmt es jetzt nicht so wichtig immer wie ich. dann hast du ja noch Arnold Ehret angesprochen, finde ich auch sehr schön. Also, aber was bei Arnold Ehret auch, obwohl Henry und ich, wir haben ja schon viele Videos dazu gemacht, es gibt schon viele Beiträge und wir sagen immer, eine Übergangskost, langsam einsteigen. Und trotzdem kommen immer wieder die Fragen, darf man da gar keine Nüsse mehr essen, kein Fett mehr? Und dann wir, nein, erstmal langsam beginnen, das ist immer ganz wichtig, schleimarm, also mit der schleimarm, mit der fettarmen Ernährung beginnen. Man kann auch mal eine Woche schon schleimfrei essen, ja? Man kann das ruhig mal kurmäßig machen, aber man muss Ja, natürlich genau. aufpassen, dass die Entgiftung Mal nicht. ausprobieren. Ja, und ja, mit Arnold Ehret, mit dieser schleimfreien Heilkost, da wird auch wichtig, gerade wenn man auch seine Bücher liest, wie wichtig eben auch Natur, Bewegung, Sonne ist. Auch die innere Einstellung, die mentale Einstellung wird ja dann, ich glaube, da gibt es ja gesunde Menschenband 2, sind ja auch viele Texte von ihm drin, wird ja teilweise richtig spirituell. Und es ist so faszinierend, was möglich ist, wenn der Körper so eine, ja, so eine Entgiftung erfährt, eine Erleichterung erfährt. Ich erinnere da auch immer gerne an Dr. Galina Szotalova, die das Buch geschrieben hat, Wir fressen uns zu Tode, die auch sagt, wir könnten viel älter gesund werden, wenn wir unseren Körper nicht ständig mit zu viel Nahrung überlasten, unsere Ja. Verdauungsorgane. Das spielt ja auch, vielleicht hat es auch Arnold Ehret gelesen, das spielt ja auch damit rein, ne? Den Körper nicht mit zu viel Nahrung überlasten. Und wenn es Menschen gibt, die regelmäßig Alkohol trinken, auch rauchen und vielleicht nicht so gesund essen, aber dafür mäßig essen, wenig essen, dann kann das schon ganz viel ausmachen, dass sie trotzdem 80, 90 werden, ohne größere Krankheitsgeschichten. Ne? Also man muss Auf da mal jeden nachschauen. Fall ist das Beispiel gibt es ja. Und man darf auch nicht vergessen, Menschen sind unterschiedliche Entgifter. Es gibt gute Entgifter und es gibt weniger gute Entgifter. Und wenn jemand ein guter Entgifter ist, der generell gewisse Gifte gut besser entgiften kann oder gewisse Dinge, wenn der Körper die besser regulieren kann, dann kann es sein, dass da jemand vielleicht nicht so optimal lebt in einigen Bereichen, aber trotzdem lange, also 80, 90 wird und dabei gesund bleibt. Und dann gibt es die Entgifter oder die Menschen, die keine guten Entgifter sind, die bekommen vielleicht schon mit 30, 40 Jahren chronische Erkrankungen. Ne? Das hatte mal der, ich glaube, der Dr. Mutter, den kennst du sicherlich auch, ne? Das ist ja auch ein Umweltmediziner, der hat das mal in einem Kongress, hat er das mal sehr gut beschrieben mit diesen guten Entgifter und nicht so guten Entgifter. Der hatte ja auch jahrelang Probleme, gesundheitliche Probleme, weil er eben zu den nicht so guten Entgiftern gehört. Aber das kann man auch verändern, das kann man auch verbessern. Also da ist es eben auch wichtig, unter anderem die Entgiftungsorgane zu unterstützen und auch gewisse Reinigungen, mal eine Leberreinigung zu machen, die Nieren zu unterstützen, Trockenbürste, Sauna. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ne? Auch wie die Belastung im Körper ist, Schwermetallbelastung, manche sind mehr belastet damit, manche weniger. Und das kann ja auch einen Einfluss nehmen. Ne? Und dann kann es zum Beispiel sein, wenn man da den Fokus vielleicht sehr stark auf eine gesunde Ernährung geht, dass es aber die Beschwerden, die man vielleicht hat, nicht besser werden oder dass es vielleicht auch zur Verschlimmerung von gewissen Dingen kommen kann, wo man denkt, ich ernähre mich doch so gut, aber das ist eben nicht das Einzige, auf was wir Nicht das achten sollten. Einzige. Und für uns, und ich fand es auch so gut, was Henry mal gesagt hat, labelt euch nicht selber. Also seid nicht zu starr in eurer Ernährungslehre, ob das jetzt Rohkosternährung ist, Schleimfrei-Heilkost oder 80-10-10 oder die Ernährungslehre von Anthony William, dass man einfach nicht zu starr da reingeht. Und du hast es auch schon beschrieben, gerade mit der Schleimfrei-Heilkost, wenn man dann in diese Richtung geht, entgiftet, die Entgiftung unterstützt und diesen sanften Weg geht, irgendwann kommt wieder das gesunde Körpergefühl. Da weiß man auch, das tut mir jetzt nicht gut. Weil viele ja sagen, ja, wenn ihr vom gesunden Körpergefühl redet oder generell, wir sollen nach der Intuition und Körpergefühl gehen, dann würde ich jetzt am liebsten eine Pizza und Pommes essen. Dieses Gefühl kommt aber wieder, wenn man langsam in eine gesunde Ernährung reinsteigt und wirklich auch auf die Entgiftung achtet. Darmreinigung ist dazu auch immer hilfreich oder mal seine Ernährungsweise zu hinterfragen. Wann esse ich? Worum esse ich? Was kombiniere ich?
Das kann man einfach für sich auch gut reflektieren, ne? Wenn man da wirklich daran interessiert ist, längerfristig da einen guten Weg in eine gesunde Ernährung zu gehen. Und da gibt es für mich auch Ja, keine. und sich vielleicht auch mal zu erlauben, was nicht optimal ist, zu essen, um dann zu erleben, hat es mir wirklich nicht gut getan. Also ich kann ja eigentlich gar nicht wirklich ganz auf mein Körpergefühl hören, wenn ich mir gewisse Dinge verbiete. Wenn ich eine komplette Freiheit habe und ich habe jetzt das Gefühl, ich möchte jetzt ein Stück Käse essen, wenn ich das dann tue, kann ich zum einen erleben, hat es mir jetzt wirklich geschmeckt, war es wirklich total lecker und wie hat sich's angefühlt? Wenn ich mir das verbiete, dann bin ich jetzt in einem Mangel, habe es nicht erlebt. Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich alles erlauben kann, um dann zu erfahren, ja, es hat mir eigentlich gar nicht so schlecht getan oder das esse ich nie wieder, weil das war schrecklich. Also um wirklich seine Ernährung zu finden, ist es schön, wenn man ganz frei ist. Das ist natürlich, wenn man zum Beispiel vegan aus ethischen Gründen ist, ein bisschen schwieriger. Ne? Das ist, ich bin ja Ja, auch das ist in schwierig. die gesündere Ernährung gekommen durch die Ethik. Ne? Erst Vegetarierin, dann Veganerin und die Rohkost, das war dann endlich mal was für mich, für die Gesundheit. Und auch dann für Heilkost, ne, würde ich sagen, das ist wirklich, ja, das ist nicht unbedingt ein ethischer Aspekt, sondern wirklich ein Optimierungsaspekt, also eine gesündere Ernährung zu finden. Ne? Und wenn man natürlich Veganer aus ethischen Gründen ist es ein bisschen schwierig, weil man da ja sich schon selber verständlicherweise, ne, bin ja lange auch schon vegan lebend oder pflanzlich lebend, weil man sich da so schon aus ethischen Gründen einfach gewisse Grenzen setzt. Was ich mal interessant fand, ich habe ja Afrikanistik studiert und in meinem Seminar, wir sind ja dann nach Ghana geflogen, waren mindestens auch neben mir zwei Vegetarier, die haben aber in Afrika Fleisch gegessen, weil sie gesagt haben, hat ja eine ganz andere Qualität als in Deutschland. Ne? Fand ich auch interessant. Ich konnte das zum Beispiel nicht. Also denen hat es auch gut getan. Also, sie haben das nicht oft gegessen. Wenn wir eingeladen waren, haben sie das dann da gegessen. Und das war okay. Also da war ich, ja, nee, da ist meine Ethik einfach zu stark. Also vegetarisch könnte man da vielleicht Abstriche machen, eventuell, aber Fleisch essen, ich glaube, diese Erfahrung brauche ich nicht mehr, weil ich schon in den ersten 16 Jahren meines Lebens habe ich schon gemerkt, das ist nicht so meins. Das brauche ich nicht unbedingt. Da brauche ich auch nicht nochmal irgendeine Erfahrung oder so. Das hat mir einfach nie groß geschmeckt und deswegen muss ich es auch nicht probieren mehr. Liebe Ulrike, zum Schluss möchte ich dich noch gern fragen für meine Zuschauer, wie machst du das persönlich? Was ist für dich deine optimale Ernährung, die ja für jeden individuell ist? Deine optimale Ernährung kann für andere eine gute Anregung, eine Inspiration sein. Muss aber nicht das Optimum sein. Wie handhabst du das? Ja, also ich betrachte die Lehren, sei es von Anthony William oder auch Arnold Ehret, Brian Clement, egal, auch immer mit so ein bisschen Skepsis, dass ich mir denke, okay, jeder, der eine Lehre rausgibt, so wenn ich jetzt auch eine Lehre rausgeben würde, jeder spricht ja von sich. Arnold Ehret hat das für sich als am optimalsten erlebt und Brian Clement erlebt das, von was er redet, auch. Es hat ja immer irgendwo einen Eigenanteil mit drin. Darum bin ich immer ein bisschen skeptisch. Da denke ich mir, es hat für ihn hundertprozentig gestimmt. Und jetzt gucke ich, was spricht mich am meisten an? Und so übernehme ich dann eben eigentlich fast grundsätzlich nicht alles 100%, sondern gucke mir eben, was finde ich total wertvoll. Wie zum Beispiel bei Anthony William, muss ich sagen, ich finde es eine so große Bereicherung, dass er dieses Bewusstsein für die natürlichen Lebensmittel wieder einfach so breit jetzt unter die Menschen bringt. Esst frische Lebensmittel, Obst, Gemüse und so weiter. Und diesen Fokus auf die Leber, weil sonst hat man ja immer eher gesagt, die Darmgesundheit, darmgesund, Mensch gesund. Und diesen Fokus auf die Leber habe auch ich selber eigentlich durch Anthony William gewonnen, zu sehen, Mensch, die Leber ist ein Multifunktionsorgan und auch heutzutage so wichtig, weil sie eben das Entgiftungsorgan ist. Und also dieses Bewusstsein hatte ich davor gar nicht. Was bedeutet es, die Leber zu entlasten, eben fettfreier zu ernähren? Und in dem Moment, wo viel Fette kommen, stellt die Leber ihre Entgiftung ein und kümmert sich um die Galleproduktion und so weiter. Und hier finden wir eben dann die ganz große Parallele zu Arnold Ehret, der eben auch sagt, passt mal ein bisschen auf mit den Fetten. Und dann
bestätigt sich mich schon, für mich schon was, wenn sich das wiederholt und wenn ich es dann noch in der basenbildenden, in der basischen Ernährung sehe, ach Mensch, das ist ja eigentlich ist ja ähnlich, wenn ich mich basisch ernähre, habe ich weniger Fette, weniger Eiweiße. Also dann guck ich noch, wie wirkt es wirklich auf mich. Mhm. Dann habe ich schon mal so ein Grundbasis gefunden, wo ich sage, da bewege ich mich schon mal auf dem sicheren Terrain. Genau. Und wenn ich dann weiter gucke, zum Beispiel bei Dr. Switzer, er strahlt ja für die Wildkräuter. Und das leuchtet dann eben auch wirklich total ein, dass ich sehe, die Wildkräuter, die bringen eben diese sekundären Pflanzenstoffe wie kein anderes Lebensmittel fast dazu und die Bitterstoffe. Und bei Brian Lehman, diese Sprossen, dieser Enzymreichtum und der Nährstoffreichtum von den Sprossen. Und so setze ich mir dann meine Ernährung, puzzle ich mir zusammen, indem ich mir rausgreife oder auch überlege, was stimmt für mich jetzt nicht so sehr. Und entsteht dann eben meine Ernährung. Genau, das finde ich eben so sehr wertvoll. Also man kommt auch nicht darum, ich wollte nur sagen, man kommt nicht darum, ein bisschen zu experimentieren. Ne? Das ist, man ja, genau. Auf Anhieb, das ja. Auch für sich ein bisschen was auszutesten, auszuprobieren. Sich auch mal ein bisschen intensiver da reinzubegeben in gewisse Ernährungen ja. Und auch Entgiftung. Ne? Wie funktioniert der Körper, finde ich es auch mal sehr hilfreich. Wie funktionieren unsere Entgiftungsorgane? Genau. Denke, bei den Tieren finden wir ja noch dieses, oder bei den Wildtieren zumindest noch dieses natürliche Gespür für eine gesunde Ernährung. Ne? Teilweise fressen Wildtiere ja auch gewisse Kräuter, wenn es ihnen schlecht geht. Ja, und das, dieses natürliche Körpergefühl, was wir meinen, so, dass die Wildtiere das noch haben, ist uns ja vielfach abhanden gekommen. Ne? Wir sind ja auch. Ja, aber das entwickelt sich halt, wenn man diesen Weg so geht, aber einen freien Weg finde ich halt eigentlich, dass man das immer schafft, sich eine gewisse Freiheit zu bewahren, dann entwickelt sich das tatsächlich mehr und mehr. Also wo ich doch früher mich ertappt habe, Dinge abzulehnen, so quasi, oh, die ist ja übertrieben mit dieser schleimfreien Heilkost. Und wenn man aber offen ist, dass man sagt, ich greife erstmal ein paar Aspekte raus für mich, die für mich im aktuellen Moment okay sind, aber nicht alles. Und dann habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass es sich dann automatisch, also so, ich finde ganz schön, in dem Moment, wo man sich öffnet, seine Ernährung, also das ist seine Ernährung zu finden, begibt man sich in eine neue Welt des Essens. Das finde ich so schön. Und da bin ich dann eigentlich immer, weil das ist nie abgeschlossen, weil ich ja immer wieder erneut täglich ja eigentlich spüre, was habe ich heute Lust, wenn ich es jetzt so bezeichne, oder was stimmt für mich heute. Und das bleibt, das muss man sich dann vielleicht abgewöhnen zu denken, so, ich habe jetzt meine 100%ige Ernährung gefunden, weil am besten bleibt die frei. Was ich auch noch total, also bin ich auch total dankbar, ich hatte zum Beispiel nie Wechseljahrsbeschwerden. Mhm. Hatte ich einfach gar nicht. Ich fühle mich wie in einem jungen Körper, weil die viele Frauen, die sagen, ach, mit 50, zum einen diese Beschwerden und hinterher nimmt man so zu und fühlt man sich nicht mehr wohl und Psyche und alles. Und wenn der Körper so ein bisschen so in einem stetigen Entgiftungsmodus ist auch, dann habe ich vielleicht mal so einen leichten Anflug gehabt. Aber da war mir klar, okay, der Körper, der sucht, also einen leichten Hitzeanflug, war mir klar, der Körper entsucht jetzt einen Weg, ausscheiden zu können. Weil früher konnte er ja monatlich dann über die Blutung eben ausscheiden und das fehlt jetzt. Und dann haben wir gedacht, ach, da mache ich doch ein, zwei Basenbäder, dann war das schon wieder erledigt. Also das muss man gar nicht haben. Gar nicht haben. Und auch dieses, man nimmt dann zu, also das habe ich tatsächlich schon gemerkt, dass ich nicht mehr so viel essen kann wie früher. Da würde ich auch zunehmen. Okay. Und das leuchtet mir aber dann ein, wenn der Körper nicht mehr in einem aufbauenden Modus ist, sondern eher in einem abbauenden Modus, dass er nicht mehr so viel braucht. Also das ist so ein bisschen was, wo ich mir denke, oh, ich esse so gern, ich könnte viel mehr nur essen. Ungefähr, da tue ich mich dann wirklich des Wohlbefindens wegen ein bisschen zügeln, weil ich genieße mehr das Wohlbefinden in meinem Körper,
als das Wohlbefinden viel zu essen, weißt? Also ich kann ja sagen, dieses Essen, das ist mir so wichtig, das schmeckt mir so gut, das lasse ich mir nicht nehmen. Oder ich sage aber, ich lasse mir mein Wohlgefühl in meinem Körper nicht nehmen. Das steht mir nur drüber. Mhm. Obwohl ich es liebe, lecker und viel zu essen, liebe ich es noch mehr, mich wohlzufühlen. Also du setzt da klar Prioritäten, ne? Ja, weil in dem Moment, wo ich mich dann nicht wirklich wohlfühle, da fühle ich mich schon gleich so unwohl, da schmeckt es mir dann auch schon gleich nicht mehr. Weißt du? Und wenn ich mich aber wohlfühle, dafür mache ich das alles. Also es ist mein höchstes Glück. Ja, liebe Ulrike, das war jetzt nochmal ein schönes Schlusswort. Ja. Ja, für die Einblicke, für deine Gedanken, dass du uns auch ein bisschen mitgenommen hast, wie, ja, wie du das siehst mit deiner Ernährung, ob es überhaupt eine optimale Ernährung gibt und wie du das so handhabst. Da danke ich dir sehr. War auf alle Fälle sehr spannend. Und an die Zuschauer, genau, schreibt einfach mal unter die Kommentare, was ihr von den Ausführungen von Ulrike haltet. Habt ihr schon eure optimale Ernährung gefunden? Dann schreibt es gerne unten hin. Wir sind auf alle Fälle interessiert an regem Austausch. Ja, liebe Ulrike, ich danke dir nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast für uns. Und ich danke dir, Silke. Sehr gerne. Und für die Zuschauer wünsche ich noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Alles Gute, alles Liebe.